Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Nazila Jafari und ich melde mich wieder mit einem kleinen Update zu der aktuellen Marktlage. Wir haben gestern ein ganz kurzes Update uns zu Wort gemeldet und den Extensionbereich und kleine Intraday Long mitgeteilt. Denn Long ist wunderbar gelungen. Wie ihr seht, der FDAX ist auf 12.514, also der blaue Marke mit der Pfeil Long, ist nach oben gedreht und hat er sich ja, vor ein paar hundert Punkte nach oben bewegt. Heutzutage ist 300 Punkte so wie 30 Punkte, die man halt im normalen Fall darüber spricht. Wir haben gestern ja auch gesagt, Extension bedeutet ja nicht, dass es hier Zielbereich ist. Das heißt, dass da halt eben meine Mindestmarke, die 12.680, 12.630, der am Abend zuvor sehr schwach nur angehalten hat. Der hat angehalten, aber sehr schwach war, der unterbrochen wurde und sehr impulsiv. Diese impulsive Bewegung hat hier einen Halt. So, das heißt, der Zielbereich wird hinterher wieder angesteuert. So, ich habe ja gestern euch gesagt, bitte den Long immer mal mit Vorsicht zu genießen und der Bereich 12.680 und 12.630 sehr ernst nehmen, denn genau dort passiert die Signale. Das seht ihr ja auch. Gestern Abend hat FDAX eigentlich angebettelt um eine Short-Position für diejenigen, die nicht geöffnet haben, zu öffnen. Und heute Morgen ist es auch noch nur bis zu diesem Bereich ein ganz kurzer Rücklauf gegeben von den obersten Extensionskasten und dann jetzt nach unten gegangen. Okay, das bestätigt wieder einmal meine Vorsichtmaßnahme und die bitten den Long wirklich nur in die angesagte, wenn ihr möchtet, angesagte Bereich von mir mitzunehmen. Ansonsten einfach mal entweder Finger weg von Long erst einmal zu lassen oder halt eben natürlich diesen Re-Break-Marken einfach zur Short-Position nutzen. Ich sage auch nicht, weil für mich ist einfach jetzt zu sitzen und die Situation anzuschauen, denn mein Swing-Position, der einfach mit 13.780 eröffnet wurde und dann 13.380 mit dem ersten Tag am Montagmorgen angekündigt den Stopp gezogen habe, da ist sehr einfach die Marktlage einfach jetzt anzuschauen und ja, nur Intraday eben solche Dinge, die ich euch sagte, einfach Position aufmachen. Denn Long ist gegangen, wie gesagt, bis zum ehemaligen Kasten, der FDAX immer wieder da nach oben gedreht hat. Falls ihr euch erinnert und oder die ehemaligen Videos bitte anschauen, dann würdet ihr sehen, diesen grünen Kasten da oben ist genau den Zielbereich von früher gewesen und das war auch Zielbereich jetzt vor dem Long. Und darüber müsste er gehen, um wieder mal in ehemaligen Run-Runde zu gehen. Diesen Run-Bereich kommt immer nach unten, das ist klar. Also erst einmal. Und wir sehen halt eben den Bärmarkt, der Unterschied zwischen Bärmarkt und Bullmarkt. Das ist genau das, dass da halt eben diesen Kasten eben auch wieder mal nach unten kommen. Was haben wir heute und wo sind die Ziele? Die Ziele habe ich euch markiert. Also für mich ist das Zielbereich anvisiert seit dem Bruch der 12.630 ist die 12.100, 12.950, ungefähr 12.100 bis 11.950.
Aber wir kennen den Markt und es wird immer wieder ein kleiner Aufstehversuch geben. Deswegen habe ich euch diesen grünen Kasten dazwischen markiert. Heute ist FTAX in eine ziemlich starke Überkaufsituation gegangen, beziehungsweise für mich bedeutet solche Worte eigentlich weniger. Ich sehe langsam auf dem negatives CRV zu kommen. Wir können nach wie vor wieder, wie ich euch sage, Positionen, die ihr, also wenn ihr mit mir swing seid, dass es viele gerade der Rückmeldung geben, dass es auch der unter letzte Video, ich bedanke mich von ganzem Herzen für eurem Feedback, dass sie mehrere hundert Punkte bisher mitgenommen haben im Short-Position. Manche sind einfach vertrauen auf meinen Aussagen und bleiben in Swing-Position. Oder halt eben machen eben bei solchen Ansagen unter die 12.630 oder oben im Bereich 12.840, 12.790, die ich euch dann den Abend zuvor markiert hatte, da Position wieder antizyklisch, also in Daytrading antizyklisch aufgemacht haben. Okay, wir kommen, wie gesagt, heute in einen negativen CRV-Bereich, der 12.250 bis 12.200 circa bedeuten kann. Und da möchte ich euch bitten, diesen Bereich genau anzuschauen und sollte FDAX ein bisschen an seinem Lauf zurückgehen, also ein bisschen den Geschwindigkeit zurücknehmen, auch Positionen einfach mal zu reduzieren oder Intraday zu schließen, wie ihr möchtet, auf jeden Fall. So ist die Lage. Wie gesagt, nach wie vor mit den Long vorsichtig sein. Ich kann jedes Mal sagen und jedes Mal gerne sagen, ich möchte es euch eben warnen von dem Markt. In diesem Markt geht nur ein Laie immer im Long rein, nicht ein Profi. Ein Profi kann ja im Day schauen, dass er Position einfach aufbaut oder halt auch Intraday vielleicht einen kleinen Hedge Long oder wie auch immer aufmacht. Aber ein Profi sollte eigentlich von Übernacht Long Positionen ein bisschen Finger weglassen. Okay, also soweit, so gut. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ein gutes Händchen und bis bald.